Willkommen zurück, liebe Freunde, zu meinem Let's Play. Zu meinem Let's Play XCOM. Okay, wenn wir uns hinknien, sehen wir das Alien nicht. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wo wir waren und was wir getan haben. Ah, okay. Vielleicht sollten wir. Ah, nein, falsch. Sollten wir. Wo ist dieses Alien hier? Nicht sichtbar. Ah! Ich weiß echt nicht, wo das Alien sein soll. Seht ihr das? Nö. Keine Ahnung. Das ist natürlich immer lustig, wenn man hier ein Alien hat, dass man nicht wirklich. Ah, ich hab's. Dass man nicht wirklich sieht. Ah, sehr gut, jetzt sehen wir es besser. Wir haben eine Accuracy von 11%. Das ist natürlich nicht allzu viel, wenn wir uns hinknien. Aber dann eine bessere Accuracy. 12%. Na gut, das ist jetzt nicht wirklich so der Heuler. Ah, außerdem sind wir nicht mehr im Line of Fire. Na gut, warum hast du eigentlich nur eine Pistole, frage ich mich gerade. Na gut, soll sein. Ah, weil wir noch keine Rifles haben, deshalb. Und die Pistolen sind noch immer besser als die Rifles. Was heißt No Line of Fire? Du Schwammerl. Ah, verstehe. Da ist was im Weg. Na dann, bewegen wir uns daher und gehen wir da in die Hocke. Oh, jetzt sehen wir es wieder. Das Ding. Das ist interessant. Ja, das war jetzt nicht so toll. Ah, wir sind so unfähig. Na gut. Das heißt aber, von hier können wir es ja sehen. Können wir vielleicht vom Darkshade schießen? Ach, schon. Ha! Wir sind großartig. Gut, geh in die Hocke. Du gehst daher. Ah, nein, du gehst sogar raus. Und schaust da in die Richtung. Und gehst in die Hocke. Gehst du mal davor. Du gehst entlang. Und auch allerdings. Oh, Captain. Ist das Captain oder Sergeant? Na, keine Ahnung. Und wieder jemanden, den ich quasi in den Tod schicke. Ich muss mal was schauen. Nein. Im Nachfolgespiel. Ich habe mir nämlich letztens ein Let's Play zum Spiel Terror from the Sea oder so irgendwie heißt das. Da kommen die Aliens aus dem Wasser. Habe ich gesehen, dass tatsächlich die Stärke beziehungsweise das, was sie tragen können, ohne dass sie Punkte verlieren, also Bewegungspunkte verlieren, war dort tatsächlich angegeben. So, schauen wir mal, was die Aliens machen. Gott sei Dank schießt er genauso unfähig wie wir. Worauf hat er jetzt geschossen? N offensichtlich nicht auf uns. Gehen wir mal runter. Du siehst das Alien. Sein Enemy.
dann schießen wir doch glatt auf das Alien-Ding. 12% oder 31%? Nein, natürlich immer 12%. Wir schießen dreimal. Bei drei Schüssen haben wir sogar eine größere Wahrscheinlichkeit zu treffen als mit einem Aimshot. Und wir können zwei Autoshots machen statt einem Aimshot. Das heißt, wir haben sechs Schüsse mit der gleichen Deckung. Ein Wahnsinn. Gut, weiter so. Du siehst niemanden. Ja. In diesem Spiel habe ich auch gesehen, es sollte echt. Ah, ist noch einer. Können wir den Autoshot noch machen? 21. Jo. Wenn wir knien. Ah, warte mal. Wie groß ist dann die 26% Accuracy? Das ist nicht wirklich viel besser. Ja, getroffen haben wir ihn, aber er ist nicht tot umgefallen. Was ich schade finde. Ich frage mich gerade, ob sie auch auf das Alien schießen kann. Ist das eine Sie? Ja, es ist halt nur weit weg. Abigail, kannst du auf das Alien schießen? Ja, nur trifft nicht. Ach Gott, du triffst. Und das Alien lebt noch immer? Ach Gott. Noch einen Snapshot machen, immerhin 47% Accuracy. Ja, sag einmal, wie viel hält dieses blöde Alien aus? Oder habe ich das dahinter getroffen und nicht das Alien? Ja, das könnte sein. Na, warte mal. Du. Geh mal daher. Gehst in die Knie und schießt ebenfalls auf dieses Alien. Irgendeiner wird es ja wohl umbringen, hoffe ich. Ja, schau, dann ist es tot. Gut, gut, gut. Freund und Zwitschgenröster. Was? Ach so, Ja, dann bleib einfach da so sitzen. Das ist eine gute Idee. Da bist du genau im Schussfeld von allen möglichen Aliens. Und Knie. Und nächster. Hatten wir schon. Und direkt vor der Tür. Geh in die Knie. Ah, siehst du Captain, oder? Was heißt das, Captain? Oder ist das das drunter? Ist das der höchste Rang oder der. Naja, wurscht. Okay. Gehst auch raus und schaust auch in diese Richtung. Und wir hoffen einfach, dass die Aliens nah genug rankommen, wenn sie auf uns schießen. Oder beziehungsweise vielleicht kommen sie nicht nah genug ran, dass sie uns verfehlen. Wir hatten einen Reaction Shot. Ja, wir hatten zwei Reaction Shots. Ach ja, Mist. Ich glaube, es ist gerade der Captain gestorben. Kann das sein? So, Deckung. Süße. Ach weh. Ich glaube wirklich, dass der Captain gestorben ist. Das ist schrecklich. Deckung.
Nein, dich will ich zuerst. Ja, nein, es ist wirklich der. St Ach Gott. Gib bitte. Die Entdeckung. Wieso gerade die zwei? Naja, weil ich sie dort hingestellt habe, ist eh klar. Ich meine. Ah, ich bin so ein Idiot. Gehst du mal rüber. Schaust in diese Richtung. Und. Ja, okay, gehst nicht in die Knie. Ja, was sollen wir dazu sagen? Wir gehen da mal vor und überprüfen, ob wir da draußen noch irgendwelche interessanten Sachen finden. Michael, du gehst da mal hier. Schauen wir mal, ob da. Ja, da hinten ist ein Alien. Gefunden. 17%. Puh, treffen wir den da? Mit 17%. Ja, versuchen können wir es ja mal. Was soll's? Ah, nein, wir versuchen es nicht. Wir versuchen es mit einem na, Snapshot. Nein, du musst ihn mindestens zweimal treffen, wahrscheinlich, damit er stirbt. Gut, du bleibst hier. Du wirst aber so tun, als wärst du an der Situation dort hinten interessiert und schützt den armen Michael, der da jetzt versucht zurückzukommen. Es aber nicht mehr ganz schafft. Ich bin sowieso bald tot. Also Michael ist bald tot. So wie es ausschaut. So, Sabine, du bleibst da. Jejun dann. Auch nicht schlecht. Hat dieses Heavy Cannon Ding. Ah, verdammt. Geht in die Knie. Ja, Snapshot geht sich noch aus. Perfekt. So, die Rookies können ja auch schießen. Ja, du bleibst noch hier. Erinnern. Das mal daher. Und nächste Runde. Wir sind so unfair. Na hey! Wieso kann er das? Ich glaube, den haben wir erwischt. Aber er hat nicht geschrien. Heißt das, er lebt noch? Wahrscheinlich. Wieso wusste der überhaupt, dass ich hier stehe? Ärgerlich. Du bleibst nur da stehen. Wenn ich jetzt einen Snapshot mache, komme ich dann noch weg? Eine gute Frage. Andererseits, wir gehen einfach in diese Richtung. Und schießen mit ihm. Ha, Treffer versenkt. Er killt einen von uns, wir killen ihn. Ich glaube, da drinnen ist noch einer. So, du bleibst einmal da so stehen. Na, für einen Snapshot reicht's. Du auch. Entdeckung. Aber wichtiger ist, dort hinten ist noch jemand. Oh, warte mal, das sollten wir eingeben. Okay. Sind da in der Deckung des Hauses. Hier
ja. Ist dann die Deckung des Baumes. Gibt es da außer diesen einen Dings dann noch irgendwas? Da hinten geht es schon ein bisschen weiter, aber nicht mehr wirklich. Ich glaube, das war da alles. Gut, geh mal in Deckung. Du musst ihm helfen. Das heißt, du gehst da auch in der Deckung des Hauses nach runter. Du und du bleibst hier stehen, du bleibst hier stehen. Du stellst dich auch daher, schaust in die Richtung, gehst in die Knie und hoffst, dass nichts passiert. Wir sitzen alle da und warten auf Godot. Nur allzu viel ist ja nicht passiert. Hallo? Also, er macht Saving Game, deshalb. Ja, das war sehr klug. Warum? Ach Gott, ich bin so ein Idiot. Warum klicke ich auch rum wie ein Depp? Ja, jetzt schauen wir mal die da unten an. Da hinten ist einer. Wow. Könntest du mich bitte nicht so erschrecken, du Idiot? Wow. Er hat getroffen, aber ihn nicht verletzt. Beeindruckend. Na dann schauen wir mal, ob wir dich verletzen können. Ja, wir können. Sehr gut. Schockschwere Not. Könnten wir das bitte lassen? Blöde Aliens. Verstehe, da haben wir letztens tatsächlich einen Haufen von der Wand weggeschossen, wie wir da hingeschossen haben. Da haben wir weniger das Alien getroffen als die Wand. Ja, ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Immerhin haben wir da schon einen Alien erledigt. Das ist aber ganz okay. Aber sich umschauen ist besser als sich vorschauen. So, ich überlege gerade, wir sollten hier nochmal reinschauen. Keine Aliens? Interessant. Ah, da liegt ein toter Alien auf jeden Fall. Bleiben wir drinnen gleich oder gehen wir wieder raus? Nein, aber nachdem kein Alien in der Nähe ist, können wir jetzt ja näher dran bleiben. Du gehst einmal da hier. Du gehst da hier. Du bleibst da stehen. Du gehst da her. Daher. Wenn jetzt ein Alien rauskommt, schießt die Dame mit der Rakete auf das Alien, trifft hier die Wand und vier von meinen Operatives sind tot. Das finde ich ist ein guter Plan. Ich glaube, das mache ich gut. Okay. Ja, es sind wirklich noch Aliens unterwegs. Ich hasse Aliens. So, du rein. Sehen wir einen Alien? Nö. Dann machen wir das so. Zweiter. Du hierher.
Das kenne ich aus Sportfilmen. Und in die Hocke. Du gehst im Übrigen auch in die Hocke. Ja, du bleibst da stehen. Du gehst da weiter. Und in die Knie mit dir. Aha. Bist da rein. Obwohl ich glaube, dass wir da eigentlich alles erledigt haben sollten. Mhm. Knie. Und das scheint hier relativ leer zu sein. Und es ist hier auch zu Ende. So, wir haben hier 2, 3, 4, 5, 6 erledigte Aliens bereits. Wir sind fast schon gut. Ich glaube, wir müssen noch viel, viel besser werden. Ah! Oh, Mist. Da geht's nicht weiter. Ärgerlich. So, Sabine Meyer. Wenn ich dich da herstelle, dann siehst du ein Alien, schau, schau. Ah, der steht aber deppert da. Oh, das könnte auch der letzte von den Aliens gewesen sein. Dann stell dich da hin, da bist du ein bisschen in Deckung. Ja, ich weiß, ich habe dich da irgendwo hingeschickt. Das hat wahrscheinlich dein Leben gerettet. So. Du. Okay. Der hat das schon wieder überlebt. Der ist jetzt schon dreimal angeschossen worden. Ist das arg? Ich hoffe, wir erledigen dieses Alien. Ja, naja, vielleicht auch nicht. Er hat auch eine etwas schlechtere Ausgangslage jetzt so. Das heißt, du musst ihn fertig machen. Du stehst direkt davor, das wirst du ja wohl schaffen. Gut. Ich hoffe, das war's. Weil ich habe noch keine Medpacks. Ich kann die Leute noch nicht reparieren. Und der war so tapfer, hat so viele Schüsse ausgehalten, ohne zu sterben. Nicht so wie diese anderen Wappler. Den möchte ich schon, dass der überlebt. Zumindest jetzt diese Runde. Dann. Da scheint wirklich nichts mehr zu sein. Jetzt erst sie. Risiko. Okay, aber da ist wirklich nichts mehr. Ein paar Runden hält er eh noch durch. Okay. Gut. Okay, passt.
Passt. Fertig. Naja, bitte. War ja fast schon perfekt. Es sind nur drei Leute von uns gestorben. Bist du wahnsinnig? Wir sind so ein schlechtes Team. Das ist unglaublich. Aber immerhin. Elf Überlebende. Und wir haben einen Live Alien recovered. Das ist ja cool. Wie haben wir das gemacht? Auf jeden Fall nicht, nicht absichtlich. Und wir haben eine UFO-Navigation und Alien Alloys gefunden. Ausgezeichnet. Sabine Meyer ist zum Sergeant geworden. Und wir fliegen zurück nach Wien. Und wir holen uns drei neue Soldaten. Um den Verlust gleich wieder auszubessern. Hey, wir können das Alien Containment ja. Wir haben das Alien Containment schon sehr gut ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, Living Quarters, Living Quarters, ja genau. Diese Living Quarters bauen wir, damit wir die da abbauen können nachher. Ausgezeichnet. Dann können wir nämlich die zwei Hangare und dieses Living Quarter abbauen. Und dann haben wir da quasi eine Basis, in der die Aliens nur von dieser Seite kommen können. Laut Auskunft der Let's Player, denen ich ganz kurz zugeschaut habe. Gut. Laser Pistols machen wir noch. Wir könnten eigentlich Equip craften. Achso, nein, wir sind noch draußen. Juhu! Die Hangare sind. Wenn wir den jetzt dismanteln. Ja, okay, gut. Ich befürchtete schon fast. Sehr gut, Geld haben wir keines mehr, aber unsere Basis scheint jetzt etwas aliensicherer zu sein. Okay. Wir sind einfach mehr oder weniger fast gleichzeitig fertig geworden. Ja. Gut, das heißt, das können wir auch dismanteln. Perfekt. So, die Basis schaut jetzt beinahe so aus, als wäre sie fast schon aliensicher. Das Dumme ist nur, ich glaube, meine Leute starten in den Living Quarters. Das heißt, eigentlich hätten wir das so bauen sollen, dass da eher Living Quarters sind, aber gut. Man kann halt nicht alles haben. Egal. Egal. Wir haben den Workshop, passt. Wir sollten Sachen verkaufen. Weil das Problem ist, wir haben zu wenig Geld. Plasma Rifles und Plasma Pistolen, da könnte man zumindest von Plasma Pistolen könnte man alles bis auf 1 verkaufen, weil die brauchen wir zum Forschen. Und von den Sektoiden Corpses können wir gleich auch 9 verkaufen, nicht 10. Wer weiß, wann wir die wieder brauchen. Das restliche Zeug weiß ich nicht, ob wir es jemals brauchen werden, aber das behalten wir uns auf jeden Fall jetzt noch. So, wir haben wieder etwas mehr Geld. Vielleicht könnten wir eine bessere Radaranlage bauen noch. Und Facilities. Large Radar System. 800.000 geht sich gerade aus. Oh, was ist da so hier? Okay. Und neue Rekruten. Schauen wir uns die mal an. Okay. Der kann nicht schießen.
Der kann, naja, ein bisschen besser schießen. Und der kann noch ein bisschen besser schießen. Palaf Malik. Auch nicht schlecht. So, wir müssen sowieso neue Leute in das Craft setzen. Wen bauen wir rein? Mikael Sjoborg ist leider verletzt worden. Also vier Leute. Ach ja, was soll's. Wir machen das so. Vielleicht sollten wir den Sergeant weiter nach hinten geben. Dann überlebt die vielleicht etwas länger. Auch ihn. Der war doch recht toll und nett. Equipment. Die rücken eh von alleine wieder rauf, wenn die ersten weggeschossen werden. Laser Pistols. Haben wir schon 9 an Bord. Jetzt haben wir mal 10, 11, 12 an Bord. Das heißt, wir können die Rifles eigentlich noch ein paar runtergeben. Obwohl, nein, behalten wir noch. Wir werden, glaube ich, trotzdem noch etwas mehr mit Rifles schießen, bis wir die Laser-Rifles haben. Die Pistolen haben einfach eine zu schlechte Treffsicherheit. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle sage ich euch wieder einen herzlichen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns wieder, wenn es heißt, wir gegen die Aliens. Bis dann. Tschüss euch.